Ausgangsverbindung immer noch die Führung für Red Red. Staccato Manel auslöst, jetzt allerdings gar und attackiert. Kisten Burger zu Hause sagt, Rebirth. Innenfeld Red 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 mit Staccato. Etwas lösen kann von Felton Red Red Red. Greenwood versucht nachzusetzen. Und ist die Welt trotzdem aus der Kartoire. Hat alles unter Kontrolle und gewinnt in das Rennen. Dahinter ist Greenwood noch schnell geworden. Zwei Felton Red 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 auf den dritten Platz. Und dann Kiss Me Blue über Hypestream und Amira Iberetz. 13. Und er hat vielleicht ja auch Glück, denn nicht nur in diesem Rennen sich freuen, sondern jetzt kommt Miss Germany, Linda Gündüß aus der 2019 Auszusicherung. Linda soll das gerne zu unserem Champion gehen und ihm den Pokal übergeben und natürlich auch die Glückwünsche überreichen. Die gehen auch, wir erwähnen an den Steiger Mania, der hier zweimal hintereinander erfolgreich ist als Besitzer. Und Linda ist Wolfgang Rimschick und so gewinnt die Nummer 4. Das Pferd. Das noch eine Menge Kraft hat. Aber Michael Ritschik nimmt das ganz entspannt, denn er weiß, wie er mit Pferd umzugehen hat. Er hat so viele tausend Erfolge mittlerweile schon feiern dürfen. Und dementsprechend gucken wir mal, ob das Pferd wieder wieder zurück auf die Bahn will oder bei der Serie immer noch bleibt. Ich also, bleibt. Kurz, wenn es ständig geht, dann laufen wir bitte. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das war ein Rennen, wie du es dir vorgestellt hast, oder hättest du lieber direkt die Offensive ergreifen wollen, um an die Spitze zu kommen? Nein, so war es wunderbar. Ich konnte noch mal schön auf den Windschoppen fallen und den letzten Wochen umlaufen. Und ja, dann war es schnell zu stellen. Doppelerfolg, jetzt bei den Big Points, gerade bei Lars, jetzt gerade bei euren Schnellen. Eine Frage muss ich noch stellen und ich hoffe, du gibst dir eine ganz ehrliche Antwort. Ja? Hast du einen Champion für Glücksbringer in deiner Fahrtasche? Hast du Glücksbringer mit deiner Fahrtasche oder mit deiner Fahrtasche? Ich habe ein gewisses Ritual, das ich am Sonntag mache. Und jetzt ist es so gegangen, weil die Glücksbringer haben Glück gemacht. Da hat recht Aufbau gehabt, ich bin mit dem Sieg hier in der Gelsenkrabbeile. Hier ist noch mal was, der Kartoffel, bitte endlich. Also man kann ein bisschen Spaß haben, kommt ein Jahr noch raus. Sehr schön, und du wirst den Pokal nach Hause nehmen, damit du dann selber weitergehst. Wo ist denn der Pokal damals hingegangen, als du Miss Germany geworden bist? Du sagst auch, es ist Vergangenheit, jetzt konzentrieren wir auf die Zukunft und das ist dann das Kino. Ja, ganz genau. Dann freuen wir uns ja drauf. In der Weihnachtszeit, wie gesagt, spätestens geht's los. Dann gibt es schon Titel für den Film. Schön, dass du da bist, das ist dein Applaus. Germany ist bei uns in dem Fall Linda Gündüß.